Alex, hi. Darf ich das Video auf YouTube, Instagram, TikTok veröffentlichen? Danke. Wir haben uns gerade vorhin kennengelernt. Kannst du dich aber nochmal bitte vorstellen, wie alt du bist und wie du heißt? Alex, bin 47 Jahre. Alex, wo kommst du her gebürtig? Aus Russland, Sibirien. Schon seit wie lange in Deutschland? Über 20 Jahren, 2002. Was hast du für Berufsausbildung oder Schulausbildung gemacht? Ja, was kann man in Russland haben? Man durfte Landwirtschaft, Vieh gezüchtet, Drescher gefahren. Seid ihr große Familie? Fünf Kinder, ja. Fünf Kinder? Alle, alle hier in Deutschland? Ja, klar. Wir haben ich bin als letzter übermarschiert. Alleine gekommen? Ja. Wolltest du erst nicht mitkommen? Doch, aber die Umstände waren anders. Bitte? Ich müsste bleiben erstmal kurz. Ja. Und hier in Deutschland, wie hat es dir gefallen? Ja, ich habe gedacht, ich komme nach Hause, alles gut. Ja, ich bin ja ein Deutscher so gesehen, aber ja, wenn du als Russe angesehen wärst oder besoffener russischer Schwein, ist es nicht so angenehm, ne? Und dann schlechte Integration und man stirbt gerade eben. Ne? Das war alles so komisch und zu schnell. Und nicht jeder, ich freue mich für die Leute, die es geschafft haben. Ja. Was meinst du mit, die das geschafft haben? Was geschafft? Das schwere Leben hier, sag ich mal so. Für mich war es in Russland leicht zu leben, da konnte man mit der Arbeit was bewältigen. Oder hier braucht dich ja keiner, egal wie du arbeitest. Oder du. Keine Ahnung, du bist dauernd krank oder so. Witzig. Die Menschen, die von einem anderen Land kommen, so weit, ne, das ist 7000 Kilometer, fast 8000 Kilometer weg. Das ist eine andere Kultur, alles anders. Ja, Alter, wenn man das schafft, Alter, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich hab's einfach nicht geschafft. Nicht seelisch, nicht psychisch und ich konnte das nicht verstehen. Wie geh nach Hause und deine Miete bezahlen. Wie fühlst du dich innerlich? In welchem Alter? Du bist ja jetzt 47, sagst du. Ja, vor 2 Jahren war ich noch ein Ochse. Wie hast du dich gefühlt vor 2 Jahren? Richtig stark. Ja. Wie 25? Ein bisschen stark. Ja? Ja, ich war damals 45, ja, 90 Kilo. Also ich habe einen starken Rücken. Ja. Das ist Gott sei Dank, wir haben den Rücken in Russland nicht gerissen. Schwer, ja. Hast du abgenommen seit den letzten 2 Jahren? Oh, heftig. Ja, viel, 30 Kilo. Wie kommt das? Krebs. Krebs? Was für ein? Magenkrebs, Endstadium. Endstadium? Ja. Wann hast du das erfahren? Mein Geburtstag, 13. Mai dieses Jahres. Dieses Jahres? Hm. Gehst du nicht Krankenhaus oder Chemotherapie? Ich war da, ich habe mir 2. Meinung geholt, aber 10 Kilo zunehmen, wie soll ich das schaffen? 10 Kilo zunehmen, jetzt in kurzer Zeit. Wenn ich so ein Stückchen essen habe, habe ich so ein Gefühl, ob ich einen Elefant gegessen habe. Wenn es warm ist, Hölle auf Erden, und trinken ein bisschen. Da habe ich Schmerzen im Moment. Trotz Medikamente, trotz Morphium. Krebsregister, alles drin und dran. Ich habe so viele Besuche gekriegt, habe ich im Leben nicht gekriegt. Nicht von Leuten, die von allen Organisationen kommen, die helfen hier, ist klar. Aber wofür? Mir sterben helfen. Gehen sie besser. Denn helfen ist noch nicht zu spät. Alex, hast du eine Erklärung, wie das kommt zu Krebs? Warum ist das passiert? Ich denke mal bei mir psychisch. Ja. Psychisch? Ja. Ich konnte vieles nicht verstehen. Und ein Mensch ist hier im Pfaff, als der fällt sich alles rein, hier im Sand explodiert das. Und ich glaube einfach. Hast du auch schöne Momente im Leben gehabt? Oh ja. Ein kleiner Kaum. Vielleicht. Ja. Erzähl mal. Über schöne Momente? Ja. Das werden viele nicht verstehen. Meine schönen Momente. Ich liebe das sehr. Fein. Ja, fein. Was du vielleicht nicht siehst. Ein Mensch. Kleine. Jeder Mensch ist sowas, was ich finde an dir und an deinem Bruder raus, was du und er nicht habt. Das ist einzigartig und das hat jeder Mensch. Und das siehst du nicht, wenn ich sehe es. Sofort.
Und welche schöne Momente hast du gesehen, die kein anderer sieht bei dir? Ich habe ein schönes Leben. Ich habe den Mensch getroffen gehabt, den ich von klein auf besucht habe. Viele in die Möglichkeit nicht. Ich habe sie gehabt. Aha. Und das war das Beste im Leben. Weißt du, wenn du den Menschen findest, den wo du von Kind an suchst. Und ich habe die Möglichkeit gehabt. Wer war das? Sag ich dir. Also jetzt war das... Die bringt mich um! Deine Frau oder wie meinst du das? Freundin, ja. Freundin. Mhm. Aber eben schon lange, ja. Schon lange, ja. Sehr lange, ja. Wie verbringst du deinen aktuellen Tag? Was läuft bei dir? Jetzt? Ja, so allgemein. Hör bloß auf, Mensch. Abdachlos, was denkst du? Ja? Warst du gestern übernachtet? Wo habe ich gestern übernachtet? Ich habe gestern nicht geschlafen. Diese Nacht meinst du? Ja, ja. Habe ich nicht geschlafen, war rumgelaufen, irgendwie nachgedacht. Ich müsste irgendwas noch jemandem beichten. Ne? Ich krieg's nicht gebacken. Darüber nachgedacht und die Nacht ist schon quasi weg. Würdest du, wenn du dein Leben von vorne leben würdest, würdest du was anderes machen? Was anders machen? Ja, klar. Zum Beispiel? Ich hätte weniger gearbeitet und mehr an der Schule gelernt, denke ich mal, aber das hätte nichts geändert. Ne? So, ich denke mal, nee, ich habe ein gutes Leben. Ich habe ein gutes Leben, Mensch. Ich glaube nicht. Nein. Ich könnte nie sitzen lange, weißt du, ich müsste mich immer irgendwas beweisen, irgendwas machen, besser sein, gut sein. Aber nicht den Leuten zeigen, dass du gut bist. Klar, hat es mir gefallen, aber mir ist schon, ich habe es nicht gezeigt, dass mir gefallen hat, was ich konnte, was ein Mann konnte, erst 10 Jahre älter ist oder so. Ne? Und ich konnte schon locker. Zum Beispiel, ne? Und sowas gefällt als Kind. Meine gleich, nicht alle, viele Jungs waren auch so drauf wie ich. Das hat mir auch gefallen, im gleichen Jahr meine ich. Aber wenn du siehst, dass manche so zu das nicht kann, was du kannst, das ist schon cool. Und ich bin froh, dass ich das konnte, ne? Weil ich, meine Freunde waren alle so 10-5 Jahre älter wie ich. Ne? So gute Kumpels. So. Da habe ich schnell gelernt. Ne? Ja, dann hat man auch ein bisschen Schlimmes dazu, aber sonst war alles gut. Und ist auch noch immer, ne? Mit welchem Alter hast du angefangen zu konsumieren? Ja, ganz spät, ne? Du meinst, das harte Zeug oder was? Ja. Immer nicht so, dass man breit ist, immer so, dass ich beruhigt war, ne? Dass ich den Schmerz nicht mehr gab. Ja, wie alt warst du da, das erste Mal? Keine Ahnung. 30, 40, 20? Ja, so gegen 30 war das. Gegen 30? Ich weiß nicht, 31. Warum hast du? Oder 29, keine Ahnung, im Dreh. Zähle ich auch jetzt nicht mehr zurück, weißt du, das ist mir uninteressant, weißt du warum? Weil das ist alles Zeit, wo ich selber schuld bin, selber kann alles anders machen. Und das versteht man erst. Früher hätte ich auch gedacht, Alter, das sind Menschen, die muss man alle erschießen vielleicht. Ne? Aber wenn man denkt, so, warum die Leute das machen, viele wissen das gar nicht. Das sind auch ganz normale Menschen. Ne? Wir sind keine NLO oder so, ja, weißt du, wie die uns gucken, ob wir wilde Hunde sind. Wir sind nur Obdachlosen, wenn ein paar Läuse vielleicht gehabt. So ungefähr. Und ich bin, ich hab, kann man sagen, ich bin extra abgestürzt, mir weh zu tun vielleicht. So, ne?